Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen hier wieder zurück in Südhämmern. Ja, wir haben hier doch jetzt die Königin aller Missionen sozusagen, was mich sehr erfreut, denn wir haben damit ein kleines Problem. Der ist so groß, wir kommen da gar nicht rein, um das Teil zu holen. Oh. So, wie sollen wir das Ding jetzt kriegen? Das wird jetzt lustig. Kommen wir da rein? Ne, kommen wir auch nicht rein, ne? Zu groß. So, wie sollen wir jetzt das, wie sollen wir denn da drankommen, bitte? Ah, es geht. So, dann ist das natürlich jetzt gleich doof von Anfang an. Weil wir kommen da gar nicht hin. Ungünstig. Wir müssen den mal ein bisschen auf die Seite schieben. Das ist natürlich blöd, ne? Ich glaube, schieben wieder zurück. Oh. Halt. So, er hat ja zum Glück einen guten Wendekreis, aber trotzdem, das wird nicht so schnell reichen. Was hätte ich denn da vorne noch für ein Teil dran? Das sieht ja lustig aus. So, einmal ankuppeln. So, jetzt haben wir es aber. Oh, oh, das war jetzt aber... Hoppla. Und da gibt es noch sogar einen... So, der Schneidwerkswagen. Für was ist der denn gedacht? Ach, der ist für das Ding gedacht. Hier, okay. So, Krautschläger haben wir. Wir müssen zum Feld 1. So, das machen wir jetzt mal als erstes. So, das wird jetzt ein bisschen eng, aber ich hab's eilig. Sorry, da muss ich mal kurz durch. Aber kein Schild umgemäht und nichts, alles in Ordnung. Haha, super, so muss das laufen. Gut, dann fahren wir mit dem mal zur 1. Das Tolle an der Mission ist, die bringt uns sehr viel Geld. Und wir haben den Landhandel als Abgabestelle. Das ist direkt nebendran. Wir haben kaum Fahrweg. Das ist eigentlich ja die perfekte Mission. Ne? Das ist richtig schön. So, da oben ist auch schon das Feld 1. Das heißt, wir sind da relativ schnell und können jetzt auch relativ zügig loslegen. Das ist schon mal sehr gut. So. Gerade mal gucken, dass wir hier anständig drankommen. Einmal ausklappen den Freund. So, das dauert jetzt 3,5 Sekunden. Da trinke ich nochmal schnell meinen kalten Latte leer. Ah, aber selbst kalt schmeckt das Zeug geil. So, dann kann es hier losgehen. Gut, da haben wir jetzt noch eine Sekunde Zeit. Wir schnappen uns als nächstes den Freund hier. Mit dem fahren wir nach Hause. Legen das Mähwerk ab. Also das Schneidwerk. Und danach werden wir uns beim Händler das Maisgebiss holen und werden entsprechend mit der Sonnenblumenernte anfangen. Und dann können wir die restliche Gerste noch ins Lager bringen. Die behalten wir auf alle Fälle. Das wird uns noch um einiges helfen. So. Geht es erstmal jetzt Richtung Hof. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Wenn wir beim Hof sind, dann können wir bald mit der Ernte anfangen. Dann bringen wir die restliche Gerste weg. Den Kipper, den Traktor werden wir tauschen. Denke ich mal. Obwohl, brauchen wir im Moment gar nicht, ne? Doch, wäre gut. Ich habe auch die Kehrmaschine jetzt reingenommen. Die können wir uns dann entsprechend auch gleich besorgen. Ich würde sagen, die kaufen wir uns auch. Die wird uns dann helfen, die Tierstelle sauber zu halten. Ah, hier ist ein Viehhändler. Oh, cool, da ist ein Viehhändler. Schick. So, ich glaube, wir fahren nur gerade ein bisschen umständlich, aber... oh, ey. Ja, jetzt, das Schild, da bleiben wir jetzt hängen. Super. Ja, dann fahr doch. Holde. Eieieiei. Deswegen sage ich ja so, übergroße mit 15 Meter, wenn dann nur mit einklappbarem Schneidwerk, ansonsten null Chance. Weil das wird sonst ein bisschen, ja, gemeingefährlich sozusagen. Wenn wir dann mit so einem Mega-Schneidwerk hier rumfahren. Deswegen braucht man dann, wenn was, mit einem einklappbaren Schneidwerkswagen. Integriert sozusagen. Das wäre das Beste. Dann könnte man den schön hinten dran herziehen. Oh Gott, was Buckelpist. Das erinnert mich an meinen Rasen. Das ist genauso wackelig. Ich hoffe, dass der Mähroboter das jetzt so weit hinkriegt, dass der mulcht ja, dass sich das dadurch ein bisschen egalisiert, so mit der Zeit. Aber das ist natürlich auch jetzt im Moment erstmal noch Wunschdenken. Wir müssen gucken, ob das so hinhaut oder nicht. Der wird so in 2 Stunden seine Premiere haben. Wenn es dann nicht wieder regnet. Heute Nacht kam bei uns ein schickes Gewitter runter. Hat 2-3 Mal mächtig gekracht. Danach war wieder Ruhe. Auch
Kurzer Hagel, aber dann war alles gut. So. Hier die Bäume, die würde ich am liebsten gerne auch noch wegmachen. Dass wir hier erstens ein bisschen Übersicht und zweitens ein bisschen mehr Platz haben. Ich bin aber noch nicht so sicher, was wir dann da am Ende machen. Ich habe hier schon überlegt, ob wir vielleicht Feld 9, Feld 10 verbinden, aber ihr habt schon gesagt, das mit der Feldverbindung kann Probleme geben. Das soll ich, wenn, mit Vorsicht genießen. So, und irgendwo da vorne hatten wir doch noch. Aha, da ist er. Genau, unseren Freund stehen. Ho, gerade noch gerettet. Sonst hätten wir da auch gleich den nächsten Crash gebaut. Das wollen wir ja nicht. Denn bei den Tieren sieht es zum Teil böse aus vorne dran. Das ist gut, wenn wir die Kehrmaschine dann gleich haben. Ich denke, das wird dann doch ein bisschen angenehmer. So, wo stellen wir dich hin? Ich stelle jetzt erstmal hier hin. Monsieur le Schneidwerk. So, einmal abkuppeln, dann holen wir uns die Zähnchen. Die müssen wir irgendwann auch mal hier runterbringen, dass wir mit denen arbeiten können. Und dann können wir mit denen auch direkt schon auf der neuen loslegen. Ihr seht, hier ist schon erntereif. Da können wir dann gleich Vollgas geben. So, warum der jetzt immer nur 34 fährt, obwohl er mit 42 angegeben ist, weiß ich auch nicht. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Er ist ja eigentlich in sehr gutem Zustand, ist repariert und alles. Also ich bin mir da jetzt noch nicht so sicher, warum der da nicht auf die große Geschwindigkeit läuft. Vielleicht macht er das auch nur, wenn er zugeklappt ist. Das ist auch möglich. So, hier haben wir unseren kleinen Kollegen. Dummer Andotzen, genau. Wird ja sonst langweilig. Jetzt müssen wir gucken, dass wir auch an den anständig rankommen. Das ist alles ziemlich eng gemacht hier für große Maschinen. So, irgendwo sind wir halt hängen geblieben. Keine Ahnung wo. So, jetzt haben wir unser Schneidwerk dran. Ab zum Neuner. Und dann geht's los. So, ah, das ist auch von zusammengeklappt her, ist das schon angenehm. Ne? Kommt mal besser durch die Straßen durch hier. Das ist schon deutlich besser. Und die Leute laufen hier einfach quer über die Gas. Sind wir hier in Südhämmern oder was? Leute, unglaublich. Schlimm, die Herrschaften, schlimm, die Herrschaften, schlimm. So, dann geht's gleich los hier unten. So. Aber auch das wird natürlich hier für den Case jetzt doch viel, viel einfacher laufen. Der ist schon gleich voll. Das heißt, wir müssen jetzt dann doch langsam mal unseren LKW aktivieren. Oh, mit so einem großen LKW hier durch den Ort durch. Das wird jetzt lustig. Zum Glück haben wir nur so einen kurzen Fahrweg. Ja, das wäre ja sonst ziemlich heftig, wenn wir hier. Erinnert mich an Euro Truck Simulator. Kann ich auch wieder spielen. Also die Spiegel sind schon so halbwegs zu erkennen, aber das ist auch nicht der modernste LKW, deswegen ist die wohl schon so ein bisschen verschwommen. So, aber das ist ja relativ zügig. Jetzt haben wir so eine schnelle Maschine und müssen einfach nur nach nebenan, ne? Das ist auch geil. Das ist jetzt auch cool. Aber Zuckerrüben gibt, glaube ich, immer ein LKW, ne? Grundsätzlich. Ja, ich bin auf dem Weg, mein Freund. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. So, wir sind schon da. So, der dreht gerade da hinten. Das ist gut. Und es gibt viele Zuckerrüben. Mama mia. Das ist ein großes Feld. Die Mission wird uns sehr, sehr lange begleiten. Und wir werden hier auch noch ein bisschen nacharbeiten müssen, aber auch das kriegen wir hin. Jetzt fährst du rückwärts oder was? Ehrlich? Ehrlich? Alter, mach mich nicht schwach. Unglaublich. So. Ja, bleib doch mal stehen. Wo willst du denn noch hin? Falsch gelenkt. So. Jetzt kannst du einmal bitte aufklappen, dass wir hier einsammeln können. Und bis der soweit ist, ist der voll, ne? Nee, gerade noch geschafft. Gut. So, aber zumindest ist das der T4, der hat ja schon relativ gutes Volumen hier drin. Da kriegen wir eine ganze Menge mit rein. Boah, was der da fassen kann, ne? Unglaublich. Ich glaube, der hat 40.000 Liter oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Böse, was der einsammelt. Chihuahua. Ja gut, da kommt natürlich auch schnell was zusammen, ne?
Aber das Schöne ist, wir müssen nur da drüben auf die Ecke. Das ist echt gut. So, den bringen wir zurück zum Hof. Dafür fahren wir, würde ich vorschlagen, vorzugsweise in die richtige Richtung. Ich habe gehört, das könnte das etwas vereinfachen. So, dann läuft unsere Supermission da oben. Unsere Ernte läuft auch. Und wir lassen den Traktor jetzt mal da dran. Die Einsaat auf der 14 dürfte durch sein. Da bin ich jetzt auch schon mal so weit zufrieden, dass das geklappt hat. Aber ich glaube, wir tauschen doch die Traktoren, weil ich würde dann auch bei Gelegenheit gern wieder ein bisschen Mist schaufeln, um eben auch unsere Düngerproduktion wieder etwas voranzutreiben. Und der Traktor hier, der geht als nächstes. Sobald wir das Geld haben, holen wir den JCB und geben hier diesen doch etwas klapprigen, wackeligen, schnell schlitternden, dröhnenden Dr. Fendt ab. Also da habe ich kein großes Interesse mehr dran an dem Traktor. Ich bin im Moment sowieso ein bisschen enttäuscht. Fendt und John Deere, also im Real Life sind das richtig krasse Traktoren. Und hier im Spiel haben sie die so komisch zurechtgebastelt. Ich weiß auch nicht. Also John Deere hatte ich einen mit 250 PS. Der hat einen 8000 Liter Kipper kaum bewegen können. Da war er irgendwo bei, ich glaube, 15 km/h, als es leicht bergauf ging. Hat Krach gemacht wie ein Moped mit einem kaputten Auspuff. Und hier der Fendt, naja, das ist auch nicht so der absolute Brüller. Also die sind im Real Life deutlich besser als das, was die hier im Spiel abliefern. Ich weiß nicht, warum die das so programmiert haben, aber es ist eigentlich ein bisschen schade. Ich meine, ich ziehe ja gern über Sachen her, mache mich auch gern ab und zu mal lustig, aber das hier finde ich eher ein bisschen traurig, so gute Marken dann hier, sagen wir mal, nicht ganz so optimal umzusetzen, ne? Das ist nicht so toll. Da gibt es deutlich Besseres. So. Dann werden wir das so machen, dass wir hier einmal erst leer machen. Dann werden wir. Da. Ich hab. Das ist. Oh, Alter. Das hängt jetzt bestimmt nicht an der Frontschaufel. Beim JCB passiert das nicht. Ja, das ist ja das Komische. So, wir kippen hier nochmal ab. Dann haben wir Gerste jetzt einiges wieder im Lager. Guck mal, 16.000 Liter hat uns das jetzt mit der Mission eingebracht. Nochmal zusätzlich. Ist natürlich eine coole Sache. So, den. Oh, und natürlich. Das ist aber typisch. Das habe ich beim Bührer auch immer. Das ist ganz normal. Das gehört so. So. Dem geben wir den kleinen Kipper. So. Dass wir hier alles mal so ein bisschen wieder auf die Kette kriegen. Dann machen wir hier entsprechend mal zu. Das sieht gut aus. Feld ist eingesät. Der Große kriegt jetzt den Lizard. Die Sämaschine packen wir wieder weg. Und dann kann der Lizard dann die Sonnenblumen abtanken. Da müssen wir auch dann nochmal in die Spritproduktion ein bisschen ein Auge werfen. Wir brauchen bald wieder Sprit. Da ist nicht mehr allzu viel da. Wir gucken nochmal gerade, was da jetzt gefehlt hatte. Was hatte da noch gefehlt? Diesel fehlt uns noch. Ah, nee, das sind die gewaschenen Kartoffeln. Ach, wir brauchen Diesel. Deswegen haben wir die gewaschenen Kartoffeln noch nicht. Ach, Mann. Diesel brauchen wir ja noch. Wir müssen nur ein bisschen Diesel umfüllen. Oh, und ich habe das letzte Mal gedacht, wir hätten hier gar keine reingefüllt. Siehst du mal, wie doof ich bin. Wir brauchen hier Raps. Ein paar Sonnenblumen können wir unten auch reinfüllen. Weil, wie gesagt, wir müssen de facto schauen, dass wir hier ein bisschen in die Puschen kommen. Diesel müssen wir auch wieder produzieren. Unten ist ja nichts mehr. Das heißt, je nachdem, wie es vom Volumen her läuft, würde ich ganz gerne einen Hänger voll mit Sonnenblumen runterbringen. Dann können wir dann bei Gelegenheit nochmal einen Hänger mit Raps runterbringen. Und ein bisschen Diesel können wir uns von der Tankstelle jetzt zapfen und können dann sagen, wir werden das schon mal bei den gewaschenen Kartoffeln in die Anlage bringen, also in die Waschanlage sozusagen für die Kartoffeln, weil dann können wir da gewaschene Kartoffeln produzieren und die können wir auch gut verkaufen. Die bringen auch noch mal Geld. Wir haben eine Menge Kartoffeln da drin. Eieieiei, da hing es nur am Dieselliste und ich habe da schon gegrübelt. Bin ich dann jetzt ganz blöd? Ja, bin ich sowieso, aber ich meine jetzt hier im Spiel. Das war natürlich doof. So, die Sonnenblumen laufen. Dann sind wir hier auch vorbereitet. Wie voll bist du? Ziemlich voll. Dann müssen wir dich auch bald abtanken. Ja, geht noch 80%. Der ist bei 60.
Der ist bei 60, der ist bei 60. Der dreht aber gleich, das ist doof. Dann kümmern wir uns erstmal um den Freund hier. Dass wir da erstmal abtanken. Der müsste jetzt gerade drehen, genau, das passt. Und dann können wir ihn gleich leer machen. Ich denke, wir werden hier ein bisschen mehr als einen Kipper rauskriegen. So, dass wir dann die Sonnenblumen ohne Probleme einmal runterfahren und den Rest bunkern wir erstmal ein. So, einmal bitte abfüllen. Jetzt sind wir schon wieder zu weit drüben. Ach, ich gewöhne mich da nie dran. Das ist irgendwie so ein bisschen komisch, weil der Strahl nach innen geht. Das sieht immer so aus, als ob man da viel weiter nach außen müsste. Oder ich habe einen Knick in der Optik, das kann auch sein. Das ist natürlich auch möglich. So. Gott, und wir sind schon wieder am Ende der Folge. Da, seht ihr mal, so schnell geht das. Kaum was erreicht und schon wieder ganz am Schluss. Wir werden aber eine Sache heute noch machen. Wir werden hier die Produktion für die gewaschenen Kartoffeln noch vorbereiten. Dafür können wir hier schon mal auffüllen. Das dauert ja 1,5 Sekunden. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Sprit die verbraucht. Wir werden mal so, würde ich sagen, 100 Liter reinpacken. Obwohl 3000 haben wir, da können wir noch ein bisschen mehr reinpacken. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Oh, wir haben die Folgetiere vergessen. Das müssen wir natürlich noch schnell machen. Folgekuh müssen wir noch schnell machen, sorry. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. So. Einmal noch eine Elsa kaufen. Das dürfen wir natürlich nicht verschlafen. Das ist sonst sehr blöd. So, hier bitte weiter auffüllen. Ach, der füllt weiter auf. Ist ja optimal. Ich dachte, der würde dann stehen bleiben. Gut, das bringen wir nochmal in Richtung der gewaschenen Kartoffeln. In der Zeit kann ich schon mal sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Jetzt kommen wir auch mit den gewaschenen Kartoffeln ein bisschen voran. Weil wenn wir die haben, können wir viele leckere Pommes für Solaris machen. Das wird gut. Und jetzt kamen wir doch wieder nicht dazu heute. Wir wollten doch heute die Kehrmaschine noch holen. Das machen wir in der nächsten Folge. Wenn wir alles wieder abgetankt haben. Ich denke mal, da müssen wir natürlich dann erstmal noch eine Runde drehen. Bei der Wolle sieht es auch ganz gut aus. Da können wir irgendwann auch überlegen, ob wir da so langsam in die Puschen kommen. Das tanken wir aber beim nächsten Mal ab, weil ich mal gucken möchte, wie schnell das Ganze hier läuft. So, überladen starten, da bleiben wir stehen, gehen in die Pause. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Servus und Tschüss.